Den kann ich haben. Den. Nee, den hier. Du kannst den Leo haben wir auch gehabt. So, ich glaube, wir haben jetzt unsere letztendliche Position für die Nacht gefunden. Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich bin die Alex. Servus, ich bin der Roland. Tja, was machen wir heute? Krankheitsbedingt konnten wir nicht wirklich jetzt dieses lange Christi-Himmelfahrt-Wochenende wegfahren. Meine Schwester und ihr Freund haben uns aber einen Gutschein für eine E-Scooter-Tour in Aachen geschenkt letztes Jahr. Mein Gott, jetzt total irritiert hat er mich jetzt hier. zu der E-Scooter-Tour in Aachen. Deswegen fahren wir heute nach Holland. Wetter geht so, hätte besser sein können, aber ein Glück ist es trocken. Und ja, lasst euch überraschen, wird bestimmt ganz lustig werden. Und ja, Roland fährt mal wieder. Eine Ewigkeit später. So, herzlich willkommen hier aus den Niederlanden, ja hier aus Holland. Etwas nördlich gelegen von Venlo, Aachen, wie heißt der Ort hier? Oder die Gemeinde? Aachen, der Ort, ich glaube die Gemeinde Venlo, genau. Ja, wie Alex gerade eben schon sagte, wir haben einen Gutschein, den wir heute einlösen. Und zwar von Alex Schwester und ihrem Freund bekommen, dem Marc. Eine Scooter-Tour. Ja, von 2,5 Stunden. Ja, wir haben uns noch eine gute Stunde Zeit und werden uns jetzt auch hier ein bisschen die Beine vertreten, mal die nähere Umgebung anschauen und dann sind wir gespannt auf die Scooter. So, so sieht das Ganze aus oder so heißt das Ganze. Noch immer besser, schneller als der Traktor zu sein, denn der Wind steht günstig und würde uns den ganzen Dreck ins Gesicht wehen. So, nachdem wir jetzt noch mal im Ort waren und uns da ein Eis auf der Hand gegönnt haben. Da sind wir jetzt hier zurück am Parkplatz beim Bruno und wenige Meter vor unserer Verleihstation der Scooter. So, und unsere Sponsoren für diese Tour, habe ich gerade gesehen, sind auch schon da. Ich glaube, die gehen wir jetzt erstmal begrüßen und dann frage ich die erstmal, ob das okay ist, wenn sie hier auf dem Video zu erkennen sind. So, bis gleich. Angereist sind die beiden mit ihrem neuen Fahrzeug. Und da werden wir uns jetzt erstmal anschauen. Da winkt schon. Ja, damit haben wir die rechtlichen Dinge auch geklärt. Und das ist völlig okay, wenn man deren Gesichter mal hier in dem Video erkennt. So, jetzt haben wir uns nochmal umgezogen. Nochmal kurz zur Toilette. Und jetzt gehen wir rüber zu den Scootern. Alex ist auch schon ganz aufgeregt. Ja, bin ich auch. So, und die Kamera, die werde ich jetzt mal vorne auf meine Brust packen. Wir haben jetzt gerade gefragt, ob sie noch groß ist. Nee. Den kann ich haben. Den. Nee, den hier. Du kannst den Leo haben wir auch gehabt. Ja, da guck mal. Oder willst du lieber den hier haben, oder? Ja, fünf mal. Mir ist das völlig egal, welcher. Lass mal die Männer vorfahren. Nee, ja, ich bin da hinten. Ich guck mal am rechten. Ja, nee, genau. Nee, versuch mal Schlusslicht. Und ich muss immer langsam. Genau, die Kleine vorne. Der Roland hat schon die Sprüche, die ich gleich loslassen werde, im Voraus. Der weiß also schon, was ich gleich alles für Sprüche raushauen werde. Zum Beispiel, hui! Oder guck mal, wie ich fahre! Boah, guck mal, Nicole, wie schnell ich fahre! Oder hui! So, auf die Einweisung verzichten. Wir haben noch eine kleine, oder wir haben noch eine App bekommen, sagen wir so. Ja, da ist die Routenplanung drauf und der Führer. Oh my God! In dem Fall ich, oder nicht der Führer. Das heißt der Guide, ja, der Guide. Ja, das heißt ja Guide, der sorry. Guide. Es heißt ja Guide. Fährt vor. So.
wo wir da gestanden haben, kam der nämlich. Ich dachte, okay, dann ist in Ordnung. Ja, gut, das weiß ich nicht, ne? Sehr gut, geil, cool. Ja, geil, ja, meine auch. Das war's, hat tierisch Spaß gemacht. Jetzt stehen die Scooter wieder irgendwie am Platz. Ja, und wir gehen jetzt zurück zum Bruno und werden uns dann gleich noch mal ein Plätzchen für die Nacht suchen. Das soll die Jacke richtig machen. Unsere Rollerfahrt war wirklich total super, oder? Ja, war gut. Hat Spaß gemacht, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt fahren wir nach Nettetal, in der Nähe von Hinsberg, Krickenbecker Seenplatte, so die Gegend, auch am schönen Niederrhein. Und da werden wir dann die Nacht verbringen und ja, beim Griechen lecker essen gehen. Aber erst kommt der Kreisverkehr. Hui! Irgendwann später. Ne? So, wir versuchen die Wagenburg, was aber nicht so ganz klappt. Weil keiner weiß so richtig, wie sollen wir uns jetzt hier hinstellen. Also noch sind wir hier am Rätselraten. Aber naja gut, es ist ja noch früh und hell ist es auch noch. Also irgendwann später. Ich glaube, wir haben jetzt die optimalste oder für uns die optimalste Parkposition gefunden. Und jetzt gehen wir rüber zu einem Restaurant, denn wenn man dort speist, kann man hier auf dem Parkplatz kostenlos und ganz legal stehen. Das ist ein schöner, kleiner, gemütlicher Parkplatz und wir gehen jetzt rüber zum ansässigen Restaurant und werden gemütlich beim Griechen speisen. Hier, wir stehen auch nicht alleine. So 4-5 Vans, teilintegrierte Marco Polo und ein vollintegrierter stehen hier auch. Ja, wir haben reserviert. Ja, ich habe die gerade angerufen und gefragt. Haus Waldesruh, könnte aber auch in Sendorheim sein. Ja, schönen guten Morgen. Also nachdem unsere Kniffelrunde gestern Abend so abrupt beendet worden ist, indem wir einfach einen Würfel verloren haben, ja, waren wir dann doch relativ früh im Bett. Heute Morgen sind wir aufgestanden. Es ist hell, aber dicht bewölkt. Ein kleines bisschen kommt die Sonne durch und unsere Sponsoren mussten heute Morgen abrupt auch hier den Platz verlassen.
Ja, die hatten gar keine Toilette dabei für den kurzen Trip. Und ja, und dann hat heute Morgen ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, die Blase gedrückt. So, und ich schaue jetzt mal, ob ich ja irgendwo den Würfel finde. Und das Essen gestern Abend hier im Jammers, ja, war sehr lecker, kann man nur empfehlen. Auch der Platz, ja, ist ein einfacher, geschotteter Parkplatz. Wenn man hier steht, wäre es ganz gut, wenn man Keile hat, denn da hinten in der Ecke ist es doch ein bisschen schräg. Ansonsten, schöne Kombination aus Restaurant und Stellplatz. Ja, ich habe ihn entdeckt, unterm Handbremshebel. Da unten sieht man den Würfel. Ja, da werde ich doch mal gucken, dass ich da irgendwie drankomme. Ja, und ansonsten trinken wir heute Morgen noch in Ruhe unseren Kaffee aus. Und dann machen wir uns auch schon wieder auf den Rückweg. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr mögt, lasst uns einen Kommentar da oder einen Daumen in nördlicher Richtung. Und in diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss, Ciao und Servus. Roland aus dem Bott. Der hat auch so einen Außensolarpanel.